Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen guten ersten Wochen, eine gute erste Wochenhälfte. Hier ist ja schon wieder Bergfest, das heißt, heute Abend ist auch Livestream. Ab 20 Uhr sind wir live. Schaut gerne vorbei. Link zum Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Lasst auch gerne das Däumchen da, wird man sehr freuen hier bei True Farming. Und ja, wir sind am Landhandel angekommen mittlerweile, haben das gute Stück jetzt hier fertig abgeschleppt. Jetzt heißt es nur noch irgendwie in die Werkstatt reinkriegen. Rückwärts am besten. So. Nur ganz kurz, Leute. Wir wissen, dass da noch so ein Attacher dabei ist, aber der geht nicht an den LKW. Das ist halt das Problem. Wisst ihr, wie ich meine? So. Aber das sollte trotzdem funktionieren. Okay, ich würde den jetzt mal runterlassen, ne? Weil sonst gibt es mit dem Dach Probleme. Hallo? Harry? Ja, wie bitte, wo? Ich lass mal runter, weil sonst gibt es mit dem Dach Probleme. Ja, könnte sein. So, ich fahr mal langsam raus. Okay. Ja, passt. Sehr gut. Oh Gott, ey. Eine Aktion. LKW abschleppen ist natürlich echt nicht gerade das Beste. Vor allen Dingen, wenn du dich mit der Technik nicht auskennst. Bella, kannst du mal das Tor aufmachen, bitte? Ja, kann ich. Dann kann ich noch ganz schnell einpacken, das gute Stück. Also ich muss ja sagen, ist ein Monster. Macht echt eine geile Optik. Er hat ein dezentes Problem mit dem Auspuff, würde ich behaupten. weil, ja, ganz leichte diese Verbrennung findet hier statt. Ich weiß nicht, ob der auf Schweröl fährt oder was da los ist. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr cooles Teil. Sieht halt schon ziemlich, ja, beängstigend aus, muss man mal so sagen. Gut. Aus das gute Stück und raus. Einmal zumachen. Und dann sollte das passen. Ja. Oh. Jetzt werden wir noch den Spanngurt dorthin bringen. Klingelt echt schon wieder das Telefon. Ja. Ja, moin. Till Haare hier aus Untergriesbach. Oh, Till, grüß dich. Moin. Ich hatte doch neulich mal angeschnitten mit dem Landhandel hier in Untergriesbach, ne? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Es ist tatsächlich schon mal so eine Art Außenstelle da. Okay, nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Okay. Macht nichts. Aber ich hatte da mit meinen Brüdern jetzt mal gesprochen. Die können sich das auf jeden Fall deutlich eher vorstellen als eine Zusammenarbeit mit dem Fritzel. Weil der hat uns das ja auch schon mal angeboten. Oh, was hat er euch denn angeboten? Wenn naja, ich fragen darf. Er wollte halt, dass wir mit so in seine. Er hat erst Genossenschaft genannt, aber er meint, die gibt es nicht mehr. Aber er wollte halt mit, dass wir hier die Energiefabrik und so mit bewirtschaften. Und wir bewirtschaften seine Felder, er unsere mit. Und halt irgendwie so ganz komisch, weiß nicht. Also, was mit richtig Konzept? Ja, weil genau, nachdem er mir nur so dann letztes Mal da meine Verlobte scheinbar irgendwie ausgespannt hat, habe ich also, auch keinen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, sag mal, was habe ich denn da bitte verpasst? Till, erstens, seit wann bist denn du liiert? Naja, eigentlich, die haben es halt Verlobte genannt. Das war halt, Jacqueline, wir waren noch nicht lange zusammen und dann habe ich sie halt mal mit einer Schwarzin gebracht, weil wir dann auch mal ein Bier in der Gastwirtschaft Ja, und warum lerne ich denn die nicht kennen? Was ist denn das bitte? Und du warst an dem Wochenende auf Geschäftsreise. Ja, toll. Und jetzt, Jacqueline lerne ich jetzt nie mehr kennen oder was? Oder habt ihr euch wieder eingekriegt? Nö, bis jetzt nicht. Und dann kam halt Fritzel und hat ihr seine Briefmarkensammlung gezeigt. Und okay, also hat man nie wieder was gehört. Darf ich das mal ganz kurz zusammenfassen, Till? Ja. Weil ich wusste es nur, dass ich es vielleicht verstehe und der eine oder andere, den ich die Geschichte später mal erzählen werde an dem Lagerfeuer. Du? Also bist scharf? Jetzt muss ich wieder, warte mal, ich muss das Tor erst zumachen, ey. Wenn das Harry hört, der ist gleich wieder Holiday. Du bist scharf auf Emily, ja? Fritzel stichelt dich an, nach Schwarzing zu kommen und damit Emily einen Kaffee trinken zu gehen. Dann dreht Harry am Rad. Ihr zwei kommt euch richtig in die Quere, dann gehst du wieder nach Untergriesbach, dann kommst du wieder nach Schwarzing, hast du auf einmal eine Freundin, die Jacqueline, im Schlepptau, die versucht dir dann Fritzel auszuspannen. Und wie geht denn das eigentlich noch weiter? Da kommt ja noch mehr, weil das klingt echt spektakulär.
Ich hoffe tatsächlich, dass er nicht mehr kommt. Ja, mit der Emily, das war irgendwie... Okay. Wir sind halt Männer, manchmal... Ist was, Emily und du sind so Männer? Nein. Ach so. Emily ist, denke ich, kein Mann. Aber das war halt ein bisschen Männer. Voreilig. Ja, so, okay. Wir sind halt Männer, ne? Und manchmal sprechen wir halt schneller, als wir denken. So kenne ich. Meistens. Und ja, dann hatte ich halt Jacqueline. Das war immer mal wieder so, ne? Ja. War mal da und war mal nicht da und hatten wir unseren Spaß und mal nicht. Ja. Ja, und dann gut. Kam ist halt Fritzel an dem Abend. Ist ja auch okay, um Gottes Willen, geht mich auch gar nichts an. Pass auf, Till, was ich aber noch sagen wollte ist, was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Pass auf, aber wo ich echt noch wirklich, echt richtig Interesse hätte, was ich richtig cool finden würde, ist, wenn ihr dieses MB-Drag-Treffen machen würdet. Ja, da muss ich tatsächlich nochmal mit der Dame telefonieren. Okay, also wenn ihr wollt, ich kann euch echt auch, also ich kann euch, wenn ihr das in Untergriesbach machen wollt, unser Gelände da bei der isotonischen Sportgetränkefabrik anbieten, da was zu machen. Ich kann euch den Landhandel anbieten, was zu machen. Ich bin sehr gut mit Karl. Ich kann mit Karl reden, ob man da in der Spedition was machen kann oder so. Also wenn ihr einen Platz, wenn es am Platz, soll es bitte nicht liegen. Also da haben wir mehr als genug. Ja, okay. Gell? Nee, ich spreche da nochmal mit. Okay, alles klar. Nee, aber nochmal, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Also wie gesagt, meine Brüder könnten sich das tatsächlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob du mit deinen drei Weggefährten mal drüber gesprochen hattest. Also tatsächlich ist das so, es gibt auch erste Anzeichen, dass Harald sich das vorstellen kann. Und das wäre, sag ich mal, eine gute Voraussetzung. Also ich finde, ich glaube, dass ihr, die Harald-Brüder, da eine echt zuverlässige Truppe seid. Und deswegen würden wir da schon gerne mit dir zusammenarbeiten und natürlich irgendwo ja auch mit eurem Hof, ne, bevorzugt. Mhm. Also, pass auf, dann machen wir das so. Ich red nochmal mit denen und sag dir nochmal Bescheid und dann schauen wir mal, dass hoffentlich das Landhandelgebäude dann langsam final wird und vor allen Dingen, dass wir auch ein gescheites Lager kriegen. Ja, genau. Und dann kann man sich ja hinterher nochmal zusammensetzen, wie stellt ihr euch das vor, wie das abläuft und okay. So Geschichten, ne? Okay. Dass man dann da irgendwann eine Marschrichtung hat. Ja. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Okay, super, dann machen wir das so, Till. Danke, dass du nochmal angerufen hast diesbezüglich. Ja, dafür nicht und dann man hört oder sieht sich, wie auch immer. Genau, so machen wir es. No? Alles klar. Tschüssi. Tschüssen. Tschüssen. Oh, der Johnson, hallo. Hallo. Oh, stillgestanden. Herr Johnson, was können wir für Sie tun? Ja, ich habe irgendwie Probleme mit meinem kleinen Wagen da. Die Türen gehen nicht richtig zu. Die Türen nicht? Nee, also irgendwie klemmen die. Okay. Ja, dann müssten sie den aber da lassen. Also ich denke, der Jupp kann da mit Flex, Hammer und Schweißgerät ziemlich viel reparieren. Jupp, schon mal klemmende Türen gehabt? Moin. Ja, klar. Komm, Weißt, kannst du dich noch an den Tesla erinnern? Ja. Herr Johnson, haben Sie kurz Zeit? Ja, klar. Ja, warten Sie ganz kurz, bitte. Bella. Kannst du den kurz ablenken? Ja? Mein Telefon. Gott sei Dank. Herr Manus? Ja, was gibt's? Ja, der Herr Recht am Apparat vom Bauhof. Wir würden gerne... Geht's Ihnen wieder besser? Ja, natürlich. Nur eine leichte Gehirnerschütterung vom Unfall, aber es geht wieder. Ich wollte Sie nur informieren, der Bau würde nun mit der Randstreifenpflege beginnen. Randstreifenpflege, ja. Gutes Stichwort. Das ist natürlich eine ganz klasse Sache. Ich würde Sie um was bitten, Herr Recht. Ja. Könnten Sie erstmal weitläufig um die BGA und den Fritzlerhof die Randstreifenpflege mal ein bisschen außen vor lassen? Vielleicht erstmal so hinten beim Ringele, so Landhandel, Ringele runter, dann da Richtung... Richtung Ehrlichhof, ne, so die Ecke ist. Können wir machen. Wo soll der Schnitt dann hingebracht werden? Aufsammeln und bringst es erstmal zum Landhandel. Zum Landhandel? Machen wir. Ja, das wäre ganz gut. Okay.
Ja. Also, das nur ganz kurz, wir werden das in die BGA schaffen, aber ich würde ja ganz gerne vorher nochmal was abklären. Okay. Nee. Kommen Sie einfach, wenn Sie es eingesammelt haben, zum Landhandel und dann sprechen wir weiter. Genau. Also, danke, Herr Rech. Wir machen uns an die Arbeit und auf den Weg. Sagen Sie mal, was war denn mit dem LKW los, Mensch? Ey, das sah ja spektakulär aus, wie Sie da... Also, ich habe gesehen, dass halt eine unbefestigte Straße dort war, dass es ein bisschen abschüssig war und habe auch die Bremsspuren da gesehen. Ja. Also, sah schon so ein bisschen aus, als ob Sie da weggerutscht sind. Ja, ich bin da weggerutscht. Ich war auch vorher schon mal am Landhandel mit dem LKW, weil ich da Druckverlust hatte. Dabei hatte ich den Federspeicher betätigt, was in so einem Fall gemacht wird, um halt weiterfahren zu können. Und als ich den kaputten Auflieger abgestellt hatte, habe ich vergessen, diesen wieder zurückzustellen. Okay. Also passen Sie auf Folgendes, wir müssen den Auflieger noch zum Landhandel holen. Die Frage wäre jetzt, wollen Sie sich das vorher nochmal anschauen? Wollen Sie den Kostenvoranschlag? Sollen wir das reparieren? Soll das vielleicht der Herr Adler reparieren? Wie wollen Sie das in der Hand haben? Das Ding ist jetzt eh bei Ihnen. Können wir machen, ja? Das, genau. Okay. Ja gut, dann machen wir das so. Mhm. Na? Alles klar. Gut, perfekt, dann, ich danke Ihnen. Bis später. Bis später, ciao. Jo, bitte hören. Bella, kannst du den Herrn... Was soll ich machen? Den Herrn Johnson mal kurz ein bisschen ablenken. Warum? Weil wir da die Türen mal schnell reparieren können, auf unsere Art. Kein Bock, mich mit so Scheißtüren ewig zu beschäftigen. Ja, okay, dann mache ich das. Du kennst ja, mach unten ein bisschen auf hier. Das, nicht Mann, unten, oben meine ich. Oben ein bisschen. Herr Johnson. Bisschen Bauchnabel zeigen. Ja. Wollen Sie mal unsere Futtermischanlage... Oh, Herr Johnson, ich kann nur empfehlen. Ja, gerne. Ja, das ist was ganz... Oder die Heutrocknung, noch besser. Dave? So, warte ganz kurz. Ja? Kannst du mal hier... Nimmst du mal bitte den Gurt? Wen soll ich nehmen? Den Gurt. Wo ist Kurt? Warte, komm her. Wo ist hier, Kurt? Legt er den einmal über die Schulter und einmal über die Schulter. Warte, hier müssen wir die Schnalle noch zumachen. Was ist denn jetzt? Soll ich hier LKW ziehen oder was? Ja, du gehst doch immer in die Muckibude. Warte, aber mach das nicht deine Mutter auf DSF? Entschuldigung. So. Jetzt zieh! Kräuter! Was macht ihr denn hier? LKW ziehen! Hä? Oh. Warte, ich zieh da ein bisschen am Strick hier. Bin ich aber hier noch. Ja, okay, dann nicht. Das ist eine neue Sportart oder? Das ist eine neue Sportart. Kennst du es nicht? LKW ziehen? Das nächste wird Airbus. Airbus ziehen. So, pst, jetzt. Der Johnson ist gerade. Der Johnson ist gerade abgelenkt. Und Harry? Ja, ich setze mich jetzt hier in die Karre rein und einer latscht jetzt hier richtig gegen die Türen und oder holt die Flex raus oder was weiß ich, dass die Dinger hier zuknallen. Na gut, versuchen wir das mal, wa? Warte, ich nehme die Flex. Geht's los? Ja, schneid das mal ein bisschen ein, da wo es klemmt. Ja? Ein nicht ab! Ein nur nicht ab! Harald, nee, das ist zu tief! Ja, aber du hast doch gesagt! Ja, jetzt hau da doch mal drauf hier. Meinst richtig. Du, da sollen wir jetzt wieder schweißen oder was? Nee, vielleicht. Das muss doch funktionieren. Ja, warte. Latsch mal richtig dran. Latsch mal richtig dran. Klopp hier mal so. Ja, hau mit der Hammer richtig drauf hier. Ja. Hast du? Ja, geht stimmt. Ah, doch, die hat sich bewegt. Hier drüben. Harald, drück doch mal Fässer. Ja, sauber. Ja, eine Seite noch. Warte, ich komm rüber. Nee, ich komm nicht rüber. So. Okay, was ist die andere Seite noch, oder was? Ja, jetzt so ein bisschen muss noch. Ich soll noch mal einschneiden, Jupp. So, warte. Ja. Komm schon. Warte, ich hab den Flex nein, so. Warte, ich nehme mal ein Stahlrohr, das mache ich mal hier zwischen, dann ist der Hebel länger. Jo. Geht? So, jetzt. Das geht nicht! Doch nicht wahr. Doch, jetzt doch! Ja. Ist das geil. Oh, die ist wieder offen hier. Voll drauf. Was? Die ist wieder offen. Oh nee. Aber warte mal ganz kurz.
Das kommt vom Überdruck, ah, weißt du? So, okay. Aber der sieht richtig gut aus. Top. Meinst du? Auch gut. Auch? Ah, es ist schon 5000 wert, finde ich. Ja, ist ein bisschen, also, weiß ich, hier ein bisschen Regenbogen, aber ist ja egal. Schmeiß die Scheiße zu jetzt, wenn gut ist, Mann. Ganz ehrlich. So. Ah, der Johnson. Ja. Ja, und jetzt wissen sie, wie die Heutrocknung funktioniert, ne? Ja, klasse. Das war sehr interessant. Guck mal, Herr Johnson. Haben sie sich sehr gut erklärt. Die Türen sind zu. Ja, perfekt. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Fahrzeug. Es geht auf Kosten des Hauses. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Für unseren Polizisten, Auszubildenden immer gerne. Ja, vielen Dank. Sorgen Sie für Recht und Ordnung in der Stadt. Das meine ich ernst. Vor allen Dingen lassen Sie sich nicht unterkriegen. Nein. Dem einen oder anderen. Setzen Sie durch. Recht und Ordnung. Ja, das ist mein Motto. Ja, das hoffe ich. Gut, gut. Tschüss. Alles klar, tschüss mit Us. Ihre Heckklappe ist offen. Psst. Oh Gott. So, okay, warte mal, was steht jetzt an? Also der Bau, ey, pass auf, ich brauche einen kleinen Plan. Und zwar, der Bauhof hat jetzt damit begonnen. Ach die, wenn wir einmal hier so zusammenstehen, kommt mal her. Wir sind doch schon da. Ja, kommt mal her. Und zwar, pass auf, der Haare nicht so nah. Der Haare nicht so nah. Der Haare hat angerufen. Bella, stell schon mal mit darüber. Sonst sehe ich da immer nicht alle. Ich will nicht mit Harry kuscheln. So, pass auf, der Haare hat angerufen. Der könnte sich vorstellen, die Außenstelle für uns mitzuarbeiten. In der Außenstelle in Untergriesbach vom Landhandel. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir das probieren mit dem oder nisch? Naja, wie gesagt, ich setze die Verträge auf, er bekommt noch eine Sonderklausel mit rein und da können wir ganz gerne zusammen. Ja, natürlich. Kein da wir ja alle was jetzt für eine Klausel? Genau, danke. Was für eine Klausel, Harry? Was für eine Klausel? Harald, was für eine Klausel? Also es gibt die Sonderklausel, sollte er sich nicht explizit auf seine Landhandeltätigkeiten konzentrieren und sollte er sich nicht explizit daran halten und vor allen Dingen, wenn er irgendwo sich irgendwo ablenken lässt von irgendwelchen Rücken, die mich betreffen, fliegt er hochkant raus. Du weißt, dass du es eigentlich nicht reinsetzen darfst. Ja, das ist voll rechtswidrig. Wenn der, wenn das den jetzt... ist überhaupt nichts rechtswidrig. Na doch, warte mal, weil wenn der jetzt das unterschreibt und dann schmeißt du den raus und dann klagt der, dann kriegen wir dann kriegen wir voll einen auf den Deckel. Nein, kriegen wir nicht. Doch. Nein, doch. Weil es kommt immer noch auf die Schreibweise drauf an. Ja, eigentlich müssten wir dann einen Anwalt dran setzen, so, dass keiner lesen kann. Es wird so verfasst, wie der ganze... Schrift, ey. Was denkst du, warum Jupp in der Familienversicherung ist? Wow. Da werde ich wieder mit reingezogen. Ja, danke, Harry. Hat's vielleicht noch irgendein explizit in deiner Klausel? Ja, nee, aber was, wie hättest du dich sonst reingekriegt? Also, halt warte mal, Harald, aber dein Problem ist ja ausschließlich das Haare-Emily-Problem. Ja, nee, also objektiv betrachtet, solange das in der Firma nicht auftaucht, ist das nicht mein Problem. Gut, dann brauchen wir ja die Klausel nicht. Wirklich? Also ich bin dagegen, dass der bei uns arbeitet. Ich mag den nicht. Was? Du magst den nicht? Jetzt hör doch auf mit so einem Scheiß. Das ist voll der Zuverlässige. Die hat einfach nur Angst, dass es später Probleme mit dir gibt, Miguel. Ha? Was soll das nee, die hat Angst, heißt? Die hat Angst, dass ich zu Till sag, nimm doch Bella. Naja, also wenn du schon mit Fritzel unterwegs bist, also... Stimmt, oh. Wenn du mit Fritzel schön hier... Da haben wir ein Würstchen zu rupfen, ey, ein Hühnchen zu rupfen. Ich nehm das Ding gleich und fahr nochmal. Ja, du bist nicht einmal mit mir gefahren mit dem Teil, also ganz ehrlich. Hast du Lust am See? Ja, wieso? Was hat das mit Lust zu tun? Ich hab gedacht, das ist eine Überraschung für mich. Ja, hast du Lust? Weil Fritzel, da saß da so betrübt am Hof und ich bin vorbeigefahren. Oh, der Arme. Ja, hör doch mal zu. Ey, der hat seine Frau verloren, ja? Ah, jetzt hör doch auf mit der Schiene. Ganz ehrlich. Jetzt hör doch auf mit der Schiene. Guck mal, der ist doch uns letztens voll ins Auto reingefahren und dann auch noch auf die Beifahrerseite. Und dann fährst du mit dem hier mit so einer Liebesende hier draußen rum. Da fahren nur Verliebte mit draußen rum. Vor dem Ganzen, da warst du auf Geschäftsreise. Weißt du, was die Leute denken? Auf Geschäftsreise machst du das auch noch. Aber weißt du, was die Leute... Wow. Wow. Kaum ist der Alte weg. Kaum ist er weg. Ganz ehrlich, Bella, ich bin da auch nur ein Fußabdruck im Sand, oder? Ich bin da nur ein Fußabdruck im Sand. Sobald die erste Welle kommt, ist er weg, ja? Wenn sie dich lieben würde, wird sie jetzt nicht einfach fahren. Ja, du dein klugscheißer Scheiß noch mit dazu machen. Siehst du, ich hab dir gesagt. Was willst du jetzt hier drin? Kuscheln. Jetzt wird nicht gekuschelt. Klar. Nein.
Versöhnungsliebe. Ja, dann komm, wir fahren jetzt mit dem Bötchen. Okay. Gut, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sehen erstmal raus und denkt dran, heute 20 Uhr Livestream. Schaut gerne vorbei. Bis dahin. Tschüss und ciao.